Hallo zusammen, ich habe an Weihnachten zur Familienfeier zwei meiner Familienmitglieder, um genauer zu sagen, beide die Freundinnen meiner Cousins, was auch immer das dann von mir ist, die Nägel gemacht. Die eine wollte jeden Nagel anders, das hat sehr lange gedauert. Ich glaube, wir haben 2 Stunden insgesamt gesessen und ich habe sie gefragt, ob ich nebenbei filmen darf. Das haben wir versucht, aber wie ihr seht, ist es ein sehr, sehr langes Video geworden. Einfach weil ich euch viel gezeigt habe, manchmal auch beide Hände, manchmal nur das Motiv auf einer Hand. An sich sind die Hände identisch und wir haben wirklich lange gesessen, weil sie, naja, viele kleine filigrane Sachen haben wollte. Was am Ende, finde ich, wirklich schön zusammen aussah und ich hoffe auch ganz sehr, dass sie damit zufrieden war, auch wenn mir eine Hand nicht so gut gelungen ist wie die andere. Aber ich denke, für das erste Mal auf ihren Nägeln kann man das verschmerzen und ich hoffe, wie gesagt, dass es ihr gut gefallen hat. Die andere habe ich dann noch ganz flugs schnell quasi zwischen Tür und Angel gemacht, weil sie eigentlich los wollten, weil es schon nachts um 1 war. Schließlich sind sie dann, glaube ich, 1:30 los und wie ihre Nägel am Ende ausgesehen haben, seht ihr nochmal am Ende. Diese habe ich einfach nur pink gemalt, außer den Ringfinger. Den wollte sie in meinem Ledereffekt-Lack und weil es ihr so gut gefallen hat, haben wir dann noch goldene Nieten in die Mitte gemacht, in einer Reihe quasi und auf den Zeigefinger dann noch mit so goldenen Schnipselchen die Spitze etwas platziert. Ich finde, das hat nicht so gut ausgesehen zum Rest, aber es hat ihr sehr gut gefallen und ich denke, das ist die Hauptsache. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, es macht euch Spaß, hier einfach mal so ein bisschen zuzugucken, wie sowas entsteht. Es ist immer noch nicht Echtzeit natürlich, aber es kommt dem wahrscheinlich schon sehr nahe. Und ja, lehnt euch zurück, genießt einfach ein bisschen das Zusehen. Und die meisten Motive davon kennt ihr schon, die habe ich schon mal gemacht, aber eben irgendwie anders verwurschtelt in anderen Designs zusammen. Und ja, wenn euch irgendwas besonders gut gefällt und ihr das nochmal genauer sehen wollt, dann sagt mir das gerne unten in den Kommentaren. Oder auch, wenn ihr das Design, was ihr am Ende nur in Fotos seht, gerne nochmal richtig sehen wollt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und dann mache ich euch das Ganze nochmal genauer und in einer besseren Aufnahme. Wie gesagt, das war hier nachts. Wir haben versucht, einen guten Winkel zu finden, um beide auch ordentlich sitzen zu können und mit dem Licht zurechtzukommen. Naja, das ist uns nicht so gut gelungen, aber trotzdem, es hat Spaß gemacht und ich denke den 2 Damen auch. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.